Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahmesession von Stardew Valley. Ja, wir machen gleich sofort weiter. Oh la la. So, schön gießen. Ich glaube, hier war auch irgendwas eingepflanzt. Deswegen schön gießen, gießen, gießen. Oh, wir haben einen Brief. Den mache ich auch. Ups. Nee, nee. Gleich sofort auf. La, da, 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 da. Ach. Da. Da, da. Da, jetzt ist es leer. Ja, war mir klar, dass das jetzt leer ist. So, auffüllen. Da noch und da noch und da noch. So, dann schauen wir mal uns den Brief an. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Geld Finderlohn von Robin, neuer Hofbucheintrag. Wir finden die verlorene Axt. Und warte, wir können mapmäßig. Wir könnten hier hinten gucken. Oder wir gehen halt hier Richtung Zauberer in den Wald. Das wäre ja mal eine Sache. Ich schmeiße jetzt erstmal die Sachen hier rein. Zack, zack, zack. Dann sind wir die nämlich schon mal los. Und dann laufen wir unseren super wunderschönen Weg lang. Um hier unten rein zu kommen. Um nämlich hier im Wald langlaufen zu können. Dann können wir nämlich auch ein bisschen was noch einsammeln. Hier ist nichts. Man weiß ja nicht, wo er sein Zeugs hat. Milder Matt Mirch. Da können wir nicht weiter. Also es muss schon eigentlich ja in dem Bereich sein, wo wir hinkommen. Und deswegen hoffe ich ja, dass das ein bisschen hier ist. Schmetterling. Katana, hä, was ist denn das da? Nee, das ist auch nur Holz. Da kommen wir noch nicht rüber. Da ist eine Flasche. Oh, hier ist eine alte Hütte. Sieht verlassen aus. Na, kommen wir nicht rein. Okay, hier können wir mal den Fluss. Und wo sind wir dann? Okay, dann sind wir hier und können wir da noch weiter nach rechts? Da gibt's, boah, dann gibt es aber hier super viel zu entdecken. Da unten können wir nicht lang. Aber hier ist eine kleine Brücke. Und hier könnt's ja... Also eigentlich... Wenn er seine Lieblingsaxt, dann muss er die ja eigentlich irgendwie beim Baum fällen oder so, weil ich verloren haben. Das heißt in der Nähe von Bäumen. So. Wir nehmen uns alles Mögliche mit. Nein. Okay, da ist auch noch was Geheimnisvolles. Können wir möglicherweise aus den... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Können wir da nicht irgendwie Samen herkriegen? Das... Ahahaha. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sicher danach.
So, wie kommen wir jetzt auf den schnellsten? Also eigentlich müssen wir jetzt, wenn wir sind ja jetzt hier unten, dann könnten wir theoretisch hier oben lang und dann wären wir da bei der Farm. Oder können wir auch, wenn wir hier sind, ich glaube nicht, dass wir am Strand lang gehen können, oder? Jetzt schon 12 Uhr. Nee, geht's hier nicht lang. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Es wäre schön, wenn man sich so Markierungen oder so auf die Karte setzen könnte und so ein bisschen reinzoomen. So ein bisschen, dass man Markierungen setzen kann, sodass man halt für sich selber halt immer weiß, okay, da war ja was. Warte, wo wohnt denn Robin? Leas, warte, müsste. Eliotshütte, Anglerbedarf. Ist es hier vielleicht bei der Ranch? Oh, ich habe keine Ahnung gerade, wo Robin wohnt. Warte, Tiere kaufen. Okay, das kann ich ja nicht. Tierbedarf, Heu, Heizgerät, Melkkübel, Schafsschere. Okay, aber hier ist halt auch keiner. Das heißt. Oh. Pfui, es stinkt. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Irgendetwas darin bewegt sich. Okay, interessant. Was heißt irgendwas da dort drinne? So, ich gehe jetzt jedes Haus ab. Du bist nicht. Du bist nicht, Robin. Es ist doch ein Mädchen, aber wo wohnen die? Ah. Das ist Emily, glaube ich. Ja. Ja, das Ökosystem des Tals ist sehr empfindlich. Ja. Hallo? Caroline? Louis? Brauchst du den Arzt? Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit meinem Teleskop zu verbringen. Jetzt nur stillhalten und tief einatmen. Bekomme ich einen Lutscher dafür, so mutig zu sein? Dr. Harvey, ich mache mir Sorgen wegen Vincents Größe. Ist er nicht ein wenig klein für sein Alter? Da habt ihr die Probleme. Dass er zu klein ist? Ist doch ein Kind.
Ja, Elliot. Pierre. Dann müsste es bestimmt da bei der Holzhütte sein. Also beim wirklich der Fürster gefühlt hier in dem Dorf. Da dann, da dann. Warum stehst du mal hinter dem Busch? Das ist gruselig. Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendetwas, das du dem Museum spenden kannst. Mach dich besser mal auf die Schatzsuche, was? Kann ich nicht mich nur normal mit dir unterhalten? Oh. Wer zum Teufel? Okay, da war sogar der Hinweis, dass das zum also da dort zu finden sein soll. Nee, das ist Pam. Ich hatte letzte Nacht in der Kneipe ein Karamellbier zu viel. Geh besser. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Du bist die Oma, du bist nicht. Nee, als wenn Evelyn. Ich hätte an Emily gedacht, aber. Also als wenn. Warte, bist du? Bist du diejenige, die ich suche? Ah, dass man so nah genug dran stehen muss, nur mit dir zu quatschen. So. Nee, Penny. Elliot geht gerade. Das ist Shane. Warum soll ich dich immer in Ruhe lassen, Mensch? Ich will dir mehr schenken. Lass mich dem doch so viel schenken, wie ich will. Wo zum Teufel wohnt die? Emily und Haus des Bürgermeisters, das Schmied, das Elliots Hütte. Wo wohnt Elliot eigentlich da unten? Wohnwagen. George, Evelyn. Und da oben komme ich nicht hin. Also, oder? Vielleicht muss ich auch einmal da gewesen sein, um zu wissen, dass ich da nicht hinkomme. Komme ich vielleicht nochmal... Nee, ich komme wahrscheinlich nicht mehr in den Laden rein, oder? Ich bin, glaube ich, gerade einfach ein bisschen zu doof, das zu finden. Hier ist Spielplatz. Hier ist das alte Gemeindezentrum. Okay, hier oben kommt man auch noch lang. Interessant. Hier wohnt auch noch jemand. Ah, hier wohnt der mit dem Keller. Hier wohnt der. Nee, ich will dir nichts schenken. Kann ich das nicht einfach? Ich will einfach gar nichts in der Hand haben, so. Wie läuft das mit den bäuerlichen Geschäften? Das ist fast die Nackenzeit, nicht? Ja.
Ah, hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Okay. So leicht lässt sich das wohl klären. Oh, sorry. Man kann es vergessen, das ist ja hier, ne? Und hier komme ich noch rein. Okay, komme ich nicht rein. Kann ich dahinter noch lang? Da muss ich... Ah, hier, genau, hier war ich ja. Hier, hier, hier. Wo bin ich jetzt hier? Da gehe ich da oben lang. Okay, dann komme ich halt von oben zu der Farm. Ich konnte ja oben auch noch lang gehen. Ganz vergessen. Ganz vergessen. So, rein, 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 rein. Also eigentlich können wir momentan am meisten Geld mit Sammelsachen verdienen, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, wir gehen jetzt ins Bett. 11. Tag im Frühling, Jahr 1. Und wir haben echt gut Geld verdient. 630 oder 631 sogar. Jetzt ist der 12. Tag im Frühling, Jahr 1. Katsching, katsching, katsching. Wir haben fast 1000 zusammen wieder. Ja, ich mache kurz eine Pause und wir sehen uns aber gleich sofort wieder.